Herzlich willkommen zu einem neuen Linux-Video auf meinem Kanal. Heute geht es hier um Ubuntu, um die neue Longtime-Support-Version von Ubuntu. Ich glaube, wir haben auch eine Version übersprungen. Auf jeden Fall habe ich die Version hier noch nicht vorgestellt und es ist auch schon eine ganze Weile her, dass wir uns das aktuelle Ubuntu angesehen haben. Ich öffne hier der Reihe nach gerade mal alle Programme, die in der Taskleiste links abgelegt sind, nämlich Mozilla, Firefox. Und das ist auch das Programm, das wir uns als erstes hier ansehen werden. Firefox liegt vor in Version 101. Dann meldet sich hier zwischendurch mal das Aktualisierungsprogramm. Die aktualisierten Anwendungen möchte ich natürlich installieren. Dafür muss ich mich legitimieren. Und dann läuft das. Und wir schauen uns in der Zwischenzeit dann den Thunderbird E-Mail-Klienten an, der hier allerdings erstmal konfiguriert werden muss. Und Thunderbird ist die Lösung für E-Mail, Kalender, Adressbuch, Chat, File-Link, Feed und Newsgruppenverwaltung. Ich glaube, das wird inzwischen von der Community gepflegt und nicht mehr von Mozilla selber. Und das Ganze liegt hier vor in Version 91.9.1. Kommen wir als nächstes zum Dateimanager. Der sieht so aus. Ich würde vermuten, dass der Dateimanager GNOME Standard ist. Das ist das Programm bzw. die App Rhythmbox, die Lösung für Musik, Podcasts und Radio unter Linux. Dann kommen wir als nächstes zum OpenOffice Writer, der hier in der Taskleiste abgelegt ist. Natürlich ist die komplette OpenOffice Suite über das Anwendungsmenü zu finden. Das schauen wir uns später noch an. Und OpenOffice liegt hier in Version 7.3 vor. Und wenn wir hier auf die Neuerungen der neuen Version klicken, dann kommen wir natürlich mit dem Firefox, nehme ich an, zu der Webseite von LibreOffice, auf der hier die neue Version 7.3 vorgestellt wird. Sorry, falls ich vorher mehrfach OpenOffice gesagt habe. Gemeint ist natürlich LibreOffice, das ist ein Unterschied. Ihr wisst, die haben sich mal aufgespalten und LibreOffice ist sozusagen ein Fork von OpenOffice, was aber besser gepflegt ist und aktueller ist und schneller gepatcht wird und so weiter. Lange Geschichte, also nochmal in aller Deutlichkeit, gemeint ist hier LibreOffice an der Stelle. So, die Erweiterungen werden jetzt im nächsten Schritt installiert und wir sehen uns derweil den Ubuntu Desktop Leitfaden an. Auch der bringt uns, glaube ich, zu einer Internetseite. Eventuell ist das hier auch lokal gespeichert, das kann ich gerade nicht sagen. Und hier können wir uns einen Überblick über den Desktop bzw. über die Bedienung des Betriebssystems verschaffen. Das ist ganz nett gemacht. Interessant vielleicht für Linux-Einsteiger, wobei Ubuntu sich ja auch relativ intuitiv bedienen lässt, so wie macOS und Windows auch. Last but not least, das hier ist der Mülleimer. Und jetzt müsste ich das System neu starten, aber ich glaube, wir verschieben das noch ein bisschen. Im Hintergrund sehen wir den Ubuntu Software Store. Beziehungsweise ich hatte mich dann doch in der Aufnahme für den Neustart entschieden. Das sollte ja hier auch relativ zügig gehen.
Und dann sehen wir uns hier mal die weiteren Programme an, die noch standardmäßig drauf sind. Videos, Taschenrechner, Textbearbeitung und dann hier noch verschiedene Hilfsprogramme. Dokumentscanner, Systemüberwachung, Terminal, Cheese, ich glaube für Selfie-Aufnahmen, dann verschiedene Spiele, Aktualisierungsverwaltung, Anwendungen und Software-Store. Hier sehen wir, denke ich, die GNOME-Standardeinstellungen, die wir schon hinlänglich in anderen Videos besprochen haben. Deswegen spare ich mir das heute ausnahmsweise und dann geht's weiter mit den Aufgaben, Einstellungen, Energiestatistiken, Kalender, KDN Live, das Schnittprogramm für Linux, was ich unlängst vorgestellt habe. Das war ein Remote Desktop Client. Ich wusste nicht genau, was das ist, darum habe ich das angeklickt. Außerdem ist, wie schon angekündigt, die komplette LibreOffice Software dabei und Cheese ist natürlich nicht nur für Selfies, sondern generell für die Webcam zuständig. Shotwell ist, glaube ich, eine Bildverwaltungssoftware und dann kann man hier noch zusätzliche Treiber und solche Sachen installieren und einstellen. Also Drittanbieter-Software, soweit ich weiß. So, und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Das war die aktuelle Ubuntu LTS-Version 2022. Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Checkt gerne auch mal meine anderen Serien ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.